Mosobambus, soweit das Auge sehen kann. Was man nicht sehen kann, sind die enormen Mengen an CO2, die der Atmosphäre entzogen und in diesem fantastischen Baustoff gespeichert werden. Kohlenstoff, der für immer dort vorhanden bleibt und somit in die Produkte, die aus dem Bambus entstehen, mit einfließt. Produkte, die nicht nur extrem langlebig und nachhaltig sind, sondern auch viele Formen annehmen, die atemberaubend schön sind. Aber wie schafft es ein Material wie Bambus, sich auf der ganzen Welt in all diesen verschiedenen Formen und Ausprägungen wiederzufinden? Wachstum. Und zwar nicht nur das Wachstum des Bambus in den wunderbaren Bambuswäldern, sondern das Wachstum eines Unternehmens, das in einer Garage begann und sich schnell zu einem internationalen Unternehmen entwickelt hat. Sowie das Wachstum von den unendlichen Möglichkeiten mit Bambus. Möglichkeiten, die nicht nur auf einen Markt beschränkt wurden, sondern weltweit zu finden sind. Wachstum. Und zwar nicht nur das Wachstum des Bambus, sondern das Wachstum des Wissens. Wissen, das es Moso ermöglichte, Produkte zu entwickeln, die für eine Vielfalt von Anwendungen geeignet sind. Es hat begonnen mit der Entwicklung eines Bodenbelags. Es wurden viele weitere Produkte entwickelt, bis zu den ersten Terrassendielen aus Bambus, die hervorragend geeignet sind für den Außenbereich. Aber die Entwicklung hört hier nicht auf. Moso entwickelt und innoviert jeden Tag weiter, um neue industrielle Lösungen zu entwickeln. Noch nie hat sich ein Unternehmen so sehr an das von Ihnen verwendete Material angepasst, wie Moso sich an das Wachstum von Bambus anpasst. Nicht nur die Produktpalette ist gewachsen, sondern auch die Menschen, die hinter Moso Bamboo stehen. Die Leidenschaft, die in diesen Menschen steckt, ist die Leidenschaft, die Moso antreibt und für immer antreiben wird. The potential of bamboo lies merely in the limitations of the designer, architect or builder working with it. Unendliche Möglichkeiten mit Moso Bambusprodukten. Moso. Mastering Bamboo.